Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Whispered World. Ja, wir haben unseren Wachmann hier stehen. Den hätte ich ganz gerne mal ausgetrickst. Deshalb werde ich jetzt immer mit ihm reden. Nochmal. Was gibt es denn nun schon wieder? Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Du willst etwas zu essen? Nun, hier hast du etwas. Was? Was genau ist das? Doch nicht etwa Spot? Nein! Das sind die Reste der Schimmelsuppe! Der Boss wollte sie nicht mehr. Das hier wollte er nicht essen? Er ist offenbar ein echter Gourmet, hä? Du hast keine Vorstellung. Es ist das dritte Mal in dieser Woche, dass er die Hinrichtung eines Kochs angeordnet hat. okay. Ich will mich beim Koch beschweren. Das steht dir wohl kaum zu. Außerdem ist der Koch im Augenblick nicht auffindbar. Nicht auffindbar? Er hat den Boss verärgert. Ja. Und nun versteckt er sich. Eigentlich sollte ich nach ihm suchen. Ein gewisser Gefangener will einfach nicht aufhören, Rabatz zu machen. Wer ist das? Ich will mit eurem Anführer reden. Du willst wirklich mit dem Boss reden? Mit dem großen Luko? Ja, ja, das will ich. Ja, aber nicht mit dir. Oh, na gut. Ich hätte noch ein paar Fragen. Von mir aus? Aber fass dich kurz. Seid ihr die Askil? Du hast es erraten. Okay, was habt ihr mit Spot gemacht? Was, Loco? Hat ihn in einen Käfig gesteckt. Morgen kommt er in die Suppe. Aber Raupen schmecken gar nicht. Ja, Aske essen nicht nur aus Hunger. Wir laben uns auch an Verzweiflung und an purem Hass. Ja. Das klingt nach einem von Opas Rezepten. wer war denn vor mir in dieser Zelle? Ja. Da war ein kleines Körrchen, unser letzter Gast. Grün war seine Haut und dünn seine Ärmchen, so dünn. Es war so wenig dran an ihm. Schade, dass er so früh gehen musste. Er wusste etwas über den Flüsterstein, ja. Aber er hatte ihn nicht dabei. Loco war sehr, sehr aufgebracht. Oh, das ist Bobby gewesen. Oh, der arme Bobby. Okay, Loco sucht nach dem Flüsterstein. Was weiß der Clown über den Flüsterstein? Oh, ich weiß nichts darüber. Es klang nur nach einer spannenden Geschichte. Du kannst sie mir ja ein andermal erzählen. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Umso besser. Du kannst ruhig nach dem Koch suchen gehen. Ich mache auch keinen Ärger mehr. Du verhältst dich ruhig? Ja. Versprochen, mhm. Wehe, du gibst auch nur einen einzigen Mucks von dir, solange ich fort bin. Mucks. Ja. Tablett anschauen. Igitt, dagegen ist Opa ja ein echter Fünf-Sterne-Koch. Okay, probier doch mal. Nein, okay. Verhungere ich lieber. Oder lass mich von glühenden Eisen zu Tode foltern. Egal. Gut, dann nimm dir doch das Tablett einfach mal auf. So, gut, Sedwick. Wir haben jetzt folgende Dinge. Wir haben einen Löffel mit... Wir können die Nadel mit dem Löffel verlängern. Mal sehen. Wenn ich die Nadel hier reinstecke, dann habe ich ein unförmiges Gebilde, halb Nadel, halb Löffel.
Naja, besser als nichts. Wir können das hier mit der Luke verwenden. Hey, hallo. Nein, nicht rufen. Von diesem Wächter fehlt jede Spur. Okay, dann machen wir es anders. Wir nehmen jetzt den Holzlöffel und stopfen ihn ins Schlüsselloch. Ich könnte versuchen, den Schlüssel hiermit aus dem Schlüsselloch zu befreien. Aber dann würde er nur auf der anderen Seite runterfallen und ich würde ihn nie wiedersehen. Deshalb wollte ich das Brettchen unten durchschieben. Hörst du mich? Brettchen. Schieben. Da unten. Hey. Hallo. Da fehlt jede Spur. Kann ich das Holz runter durchschieben? Ich sehe nicht, wie mir das weiterhelfen würde. Ja, stimmt. Macht keinen Sinn. Kann ich das Heu mit dem Brettchen kombinieren? Das würde es zwar nicht schlimmer machen, aber auch nicht gerade leckerer. Oh, wartet mal. Ich kann doch das Brett auf dem Essenstisch hier weiter schaufeln lassen. Und weg damit. Warum mache ich sowas? Da unten ist Wasser, wenn man diese trübe Brühe denn so nennen will. Warum habe ich das jetzt da reingeworfen? Ach so, ach, ich bin ja so doof. Ich habe nur das Essen weggekippt. Ah, gut. So, Brettchen liegt. Nadel rein. Ah, hiermit sollte ich den Schlüssel aus dem Schlüsselloch schieben können, wenn meine ungeschickten Wurstfinger mir nicht wieder einen das Strich durch die Rechnung machen. Das so, Schlüssel liegt. Nanu, ich habe es geschafft. Ich sollte diesen Triumph genießen, solange ich noch kann. Ich werde ja bestimmt sowieso bald wieder geschnappt. Dann schnappen wir das Brettchen. Und benutzen Brettchen mit Schlüssel auf Schlüsselloch. So bekomme ich die Tür nicht auf. Der Schlüssel ist gnadenlos am Tablett festgeklebt. Wäre ja auch zu schön, wenn mal etwas auf Anhieb klappen würde. Kann ich hier das, Ich sollte mich lieber darauf konzentrieren, den Schlüssel darunter zu bekommen. Kann ich da einen Löffel für benutzen? Damit sollte ich den Schlüssel losbekommen. Jetzt sind meine Hände klebrig. Das ist so Brackwasser, kannst du die Pfoten waschen. Nein? Dann machen wir es erstmal so. Der Wächter scheint gerade nicht in der Nähe zu sein. Na gut, schlimmer kann es ja ohnehin kaum noch kommen. Wobei ich das schon häufiger dachte. Okay. Freiheit. Geliebte Freiheit. Wir sind wieder da. Wir können doch die Brücke bestimmt auch gleich runterlassen. Mal sehen. Kleiner Clown, hochgezogene Brücke. Nein, ich komme nicht dran. Okay. Irgendwas war da noch. Da. Halt der Seil. Habe ich irgendwas zum Aufschnibbeln? Nicht wirklich, aber ich probiere es mal. Nein, damit bekomme ich das Seil niemals durchtrennt. Doch, mit viel, viel Geduld. Ein Schleifstein. Das heißt, wir müssen eine stumpfe Klinge finden, die wir dann schärfen und dann das Seil durchtrennen. Denke ich mir. Die Zugbrücke ist oben. So komme ich niemals auf die andere Seite. Aber sehen wir es positiv. Auf dieser Seite der Brücke gibt es auch genug Möglichkeiten, mich in Todesgefahr zu begeben. Ja, dann haben wir doch einen Plan, das ist doch gut. Halte Seil. Das Seil scheint die Brücke oben zu halten. Nag dich durch. Ich könnte versuchen, das Seil durchzunagen. Aber es gibt so viele lustigere Todesarten, als an Zahnfleischbluten zu sterben. Okay, Schleifstein. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hier wetzen die Askil wohl ihre Messer, um flüchtige Gefangene auszuweiden. Oje. Deine Fantasie muss ich nicht haben. Hier spitzen sich die Askel ihre Zähne an, um flüchtigen Gefangenen den Kopf abzubeißen. Brrr. Nimm mit. Ich habe kaum noch Fingernägel, die ich zurechtfeilen könnte. Aber ist das ein Wunder bei all der Aufregung? Kann ich meine Nadel anschärfen? Nein, das muss nicht geschliffen werden. Habe ich mir fast gedacht. Aber probieren muss man es ja mal. Lea. Echo. Echo. Lea. Schade, wir können es nicht wegrollen. Oha, da hinten ist eine Tür. Da gibt es einen Eingang. Geht es da noch weiter? Es geht noch weiter. Prima, wir gehen Raum für Raum durch. Erstmal hier. Essstäbchen. Komisch, ich hätte wetten können, dass die Askel mit den Fingern essen. Geht nein. Den hatte doch bestimmt schon ein Askil im Mund. Möglich. Können wir es mitnehmen? Ja, können wir. Teller. Die Suppe wird langsam kalt. Worauf warten die Askil? Warum kommt niemand zum Essen? Tisch wollte ich nicht. So, Teller.
Probier mal. Ich bin nicht zum Essen hier. Dann schon eher zum gegessen werden. Die Frage ist wirklich, worauf warten die Askel? Aber vielleicht sind sie ja gerade beim Appell. Das hatten wir auch gehört. Fliegen. Es wimmelt hier nur so von Fliegen. Wahrscheinlich ist es dieser Geruch von Verwesung, der sie anlockt. Können wir mit denen reden? Ich bin doch kein Frosch. Oder hast du mich schon einmal rumquaken gehört? Ein bisschen schon. Soll ich etwa mit bloßen Händen eine Fliege fangen? Ich denke, du überschätzt meine Fähigkeiten. So, und wer sich an bestimmte Filme erinnert, weiß, dass man die mit Stäbchen fängt. Los. Ich habe es tatsächlich geschafft. Wow, ich bin geschickter, als ich dachte. Ja, okay. Wer nicht weiß, welcher Film gemeint war, das nennt sich Karate Kid. Ganz nicht mehr. Oder war es der zweite? Karate Kid 2? Nein, ich müsste eins gewesen sein. Ich bin mir aber nicht mehr 100% sicher. Einer der Filme war es und da wurden Fliegen mit Stäbchen gefangen. Ganz schön eklig. Von Hygiene haben diese Askel wohl noch nie gehört. Nimm doch mal das Rippchen mit. Geht nein. An der hat doch garantiert schon ein Askel rumgenagt. Dann nimm es einfach mit. Der nimmt alles mit. Unglaublich. Tisch, 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 Tisch. Himmel, ist dieser Tisch klebrig. Hier wurde bestimmt seit Jahren nicht mehr gewischt. Ich bin nicht zum Essen hier. Dann schon eher zum gegessen werden. Gut. Probieren wollte ich es trotzdem. So, wir können nochmal rausgehen. Wir können aber auch tiefer reingehen. Was schlimmer ist, weiß ich noch nicht. Naja, ich werde erstmal reingehen. Oh, hallo Pelzviech. Wie drollig. Und wer bist du? Grubba? Du bist aber ein ulkiges Kerlchen. Du bist der Koch, oder? Ich habe einen Fliegel für dich. Hast du Hunger? Grubba scheint nicht sonderlich interessiert zu sein. Aber ein Rippchen hätte er gerne, oder? Hast du Hunger? Grubba scheint nicht sonderlich interessiert zu sein. Gut, wäre auch zu albern, wenn die Sachen gleich hier vor dem Vogel liegen würden, wenn man die ihm mitbringen muss. Okay, Essensgong. Schlagen wir doch mal das Rippchen auf den Gong. Das ist wohl zu klein, um als Schlegel zu fungieren. Okay, aber ein Pilz. Na super. Wenn ich hier unten nicht verhungere, sterbe ich sicher an einer Schimmelpilzallergie. Bei all den Problemen in letzter Zeit hat das Wort Pilzvergiftung schon fast seinen Schrecken verloren. Aber eben nur fast. Fast, ja. Das finde ich gut. Oh Himmel. Ich bin sogar zu schwach, um Pilze zu pflücken. Okay, wie könnte ich diesen Pilz da abkriegen? Brauche ein Messer. Ah, mit versalzenem Tintenfisch. Dann schauen wir doch mal rein. Geht. Hier sieht es ja aus wie bei Opa in der Küche. Ich bin nicht zum Essen hier. Dann schon eher zum Kennen wir. Ich koche lieber mit frischen Zutaten. Und mit Zutaten, die sich nicht wehren. Okay. Mit Käfern. Geht. Hier sieht es ja aus wie bei Opa in der Küche. Unheimliche Augen. Ich gehe jetzt aus wie bei Opa in der Küche. Ich wüsste jetzt erstmal nicht. Hier sieht es ja aus wie bei Opa in der Küche. Was ich hier mitnehmen sollte. Yaki-Eier. Ja, die will ich haben. Ich koche lieber mit frischen Zutaten und mit Zutaten, die. Yaki-Eier wehren sich nicht. Hier sieht es ja aus wie bei Opa in der Küche. Kessel, den haben wir noch nicht angeschaut. Schimmelsuppe? Na, ich weiß ja nicht so recht. Probier doch mal. Ich weiß nicht so recht. Ohne Rezept sollte ich das mit dem Kochen wohl lieber bleiben lassen. Oh, wir müssen selber was kochen. Ich muss nicht probieren. Ich koche nach Rezept. Rippchen? Den behalte ich lieber bei mir. Okay. Oh, wir werden Koch. Wir werden Koch. Wir brauchen nur ein entsprechend passendes Rezept. Und er will uns das Rezept nicht verraten. Okay. Probieren wir unser Glück woanders. Der Raum wird uns erst später wieder was bringen, denke ich mir. Wir haben hier eine Tür. An dieser Tür gibt es weder Klinke noch Schlüsselloch. Wie soll man denn da jemals reinkommen? Eine Fluchttür, geht nur nach außen auf. Küchenschild. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Fressraum. Wer vom Boden essen will, muss sich auch selbst die Füße abtreten. Niam. Da bekommt man doch richtig Hunger.
Nimm's mit. Das ist offenbar nur dafür da, Leuten den Appetit zu verderben. Naja, dann hat der Koch weniger zu tun. Fressraum. Wer vom Boden in hier? Ja, kennen wir. Dankeschön. Wenn man da nicht essen will, hat der Koch weniger zu tun. Das ist eigentlich ein guter Plan. Nehmen wir einen Wasserfall, den will ich auch mal sehen. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie beruhigend das doch ist, zuzusehen, wie alles den Bach runtergeht. Tja, so ist es. Nein, danke. Mich dürstet es nach ganz anderen Dingen. Ein Leben ohne Angst und Selbstzweifel wäre ein Anfang. Ja, du willst gleich mit der Krone, nach der Krone greifen. Der geeignete Zeitpunkt, um ein Bad zu nehmen. Ja, okay. Bin ich einverstanden mit? Wir haben hier, denke ich mal, zwei Wege. Ich nehme mal hier den vorderen. Heiland ist das eine Riesengegend. Kann ich da wieder rein? Ja, da komme ich wieder unten an. Wenn ich hinten dran rumlaufe, komme ich wieder woanders raus. Okay, ich werde mich hier oft verlaufen. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Hallo, Frosch. Oh, der kriegt die Fliege. Was haben wir hier? Ein Ventil. Ein Schloss blockiert das Ventilrad. Da gibt es einen Hebel. Ein komplizierter Mechanismus, der außerdem außer Reichweite ist. Na super, jetzt tun sich die Probleme schon gegen mich zusammen. Kann ich mit dem Ventilrad reden? Dafür sind meine Zähne nicht stark genug. Na, mach's doch einfach mal. Das würde ich gern, aber es ist abgesperrt. Wir haben doch sowas Ähnliches wie einen Löffel. Nein, hier fehlt lediglich der Schlüssel, nichts weiter. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Ist das für eine Anzeige? Die Anzeige steht ganz unten. Da ist also kein Wasser drin. Das heißt, der Frosch ist deshalb auf dem Trocknen. Steht ganz unten. Nein, das dient nur zur Anzeige. Okay. Die andere Seite komme ich nicht. Ich bräuchte sowas wie ein Boot. Hey Frosch, redest du mit mir? Igitt. Ich würde ja gern, aber ich komme nicht ran. Okay, haben wir irgendwas? Oh, Holzbalken. Soll der Balken da so rausragen? Oje, die ganze Konstruktion scheint mir doch ein wenig abenteuerlich. Warum muss alles immer außer Reichweite sein? Weiß nicht, weil wir so klein sind. Nein, das ist viel zu weit oben, wie die Ziele, die ich mir gesteckt habe. Ja, das Problem kenne ich auch. Meistens beginnt es schon mit morgens aufstehen, da scheitere ich auch schon oft dran. Dann ist es schon wieder Mittag. Okay. Also gut, wir gehen jetzt mal durch diese Tür, die uns irgendwo hinführt. Und dann gehen wir außen rum. Da, in diese Tür. Ah, da sind wir da. Okay. Dann haben wir diese Tür. Das ist Bobby. Das könnte Bobby sein. Ist das Bobby? Ich hoffe, das ist Bobby. Die Askel rüsten offenbar für einen Angriff. Hallo? Ist da jemand drin? Das war wohl ein Nein. Da ist aber jemand drin. Den Askel, dem diese Rüstung gehört, möchte ich lieber nicht kennenlernen. Hallo? Ist da jemand drin? Nein! Na dann. Mach mal auf. Hey, lass das! Kann ich den da rauspiesacken? Pure Zeitverschwendung. Damit würde ich nicht mal einen Kratzer verursachen. Mit der Rippe piesacken? Essen und kämpfen. Was anderes scheinen die Askel nicht zu tun. Den Askel, dem diese Rüstung gehört, möchte ich lieber nicht kennenlernen. Da ist jemand drin. Knüppel. Oh, das ist gut. Die Askel rüsten offenbar für einen Angriff. Nimm doch mal den Knüppel zur Hand. Und wir starten den Angriff gegen die Rüstung. Hey, lass das! Oh, Holzhammer. Hallo. Wir brauchen was Größeres.
Nein, ich bekomme ihn nicht einmal umgeschubst. Schade, ich hätte gerne diese Ritterrüstung gehämmert, dass er dann rauskommt, weil ich weiß, da ist ja jemand drin. Jagdtrophäe, okay. So werde ich wohl auch enden. Ich habe eine Eule gejagt. Jetzt guck nicht so. Dein Tag kann unmöglich schlimmer gewesen sein als meiner. Ja doch, die arme Trophäe ist tot. Und ausgestopft. Ich komme nicht ran, was genau genommen aber auch nicht weiter schade ist. Oh, ein Bogen. Die Askel rüsten offenbar für einen Angriff. Können wir den Bogen mitnehmen? Ja, klasse. Oh, Messer. Haben. So, jetzt müssen wir nur noch an der Rüstung anziehen, dann sind wir ein Krieger der Askin. Irgendetwas an dieser Wand kommt mir seltsam vor. Aber hier ist nichts. Ich muss mich getäuscht haben. Versuchen wir es doch mal mit dem Knüppelchen. Nein. Wenn es hier einen versteckten Mechanismus gibt, dann lässt er sich auf diese Weise schon mal nicht öffnen. Das ist ein Argument. Aber wie? Wir können mal an den Trophäen rumzupfen. Ich komme nicht ran, was genau genommen aber auch nicht weiter schade ist. Rüstung. Okay. Dann gibt es eine Tür, eine Rüstung. Mehr Waffen. Noch mehr Rüstung. Jagdtrophäen. Ritterrüstung. Holzhammer, den ich nicht bewegen kann. Eine Wand, die ich nicht verschieben kann. Und Jagdtrophäen. Und hier geht's weiter. Aber nicht wirklich. Okay, also wir haben ein Messer. Wir sollten das uns mal anschauen. Ist wahrscheinlich eher stumpfes Messer. Ich habe gedacht. Die rüsten offenbar für einen Angriff. Kann ich Essstäbchen mit Bogen Essen verbinden? Und kämpfen. Was anderes scheinen die Askel nicht zu tun. Nein. Schade, ich hätte gerne die Essstäbchen durch die Gegend geballert, weil wir sie immer noch haben. Obwohl wir die Fliege schon gefangen haben. Tür schließen. Puh, sie sind fort. Fast wäre mir schon wieder die Luft ausgegangen. Aber egal. Diese Trottel werden mich nie finden. Niemals. Ich bin so pfiffig. Der Koch ist ein pfiffiger Necker. Keiner findet ein Versteck. Sie suchen in der finstersten Ecke. Sie suchen am finstersten... Was? Wie? Oh, oh. Ah, Glück gehabt. Hier ist sonst nichts, nur die Tür. Alles klar. Dann locken wir ihn nochmal raus. Hey, lass das! Vielleicht müssen wir doch mit ihm reden. Hey, lass das! Hey, du da! Hey! Du da in der Rüstung. Hallo, ich hab dich gefunden. Mann, jetzt tu nicht so. Ich weiß, dass du da drin bist. Bin ich aber nicht. Ich kann dich sehen. Vielleicht leidest du unter Halluzinationen? Bist du denn wenigstens eine Halluzination, die Fragen beantwortet? Mal sehen. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin niemand. Nur ein Hirngespinst. Und warum solltest du dich dann verstecken? Ich versteck mich nicht. Ich bin gar nicht da. Ach, wenn das so ist, kann ich dein Versteck ja überall rum erzählen. Was? Nein! Was machst du da drin? Was machst du da drin? Hier drin? Hier drin ist niemand. Verschwinde einfach. Du bist anstrengend, echt. Warum sollte ich dich nicht verraten? Warum sollte ich dich nicht verraten? Weil du ein anständiger Mensch bist und kein verlogener Aski. Wenn du gar nicht da bist, wäre das Versteck doch entsprechend leer. Ja, aber... Dann kann ich es doch auch genauso gut rum erzählen. Was? Wem? Wem willst du was erzählen? Na, wem wohl? Ich würde sagen, ich erzähle es dem lispelnden Wächter. Ich werde es dem lispelnden Wächter erzählen. Ha! Das schockt mich gar nicht! Du kennst ja nicht mal seinen Namen! Gurney, da ist er. Er heißt Gurney. Ach ja? Und was willst du ihm dann sagen?
Ich weiß, wo der Koch ist. Ich werde sagen, ich weiß, wo der Koch ist. Dann mach doch. Ich weiß, dass du nur blöffst. Warum sollte ich dich nicht verraten? Warum sollte ich dich nicht verraten? Weil du ein anständiger Mensch bist und kein verlogener Aski. Wenn du gar nicht da bist, wäre das Versteck doch entsprechend leer. Ja, aber... Dann kann ich es doch auch genauso gut rum erzählen. Was? Wem? Das hatten wir schon. Wir erzählen es einfach mal dem Boss. Ich werde es eurem Boss erzählen. Ha! Das schockt mich gar nicht. Du kennst ja nicht mal seinen Namen. Doch, das ist... Luko? Er heißt Luko. Ach ja? Und was willst du ihm dann sagen? Ich weiß, wo der Koch ist. Ich werde sagen, ich weiß, wo der Koch ist. Nein! Das wirst du nicht! Bitte! Ich flehe dich an! Luko wird mich umbringen! Aber warum versteckst du dich denn vor Luko? Also nochmal, warum versteckst du dich vor Luko? Na, warum wohl? Ich habe sein Lieblingsessen verhunzt, wie die letzten drei Köche. Aber ich will nicht so enden wie sie. Bitte verrat mich nicht. Was ist denn das Lieblingsessen? Was ist denn das Lieblingsessen? Schimmelsuppe. Igitt, die hat Opa auch immer gemacht. Hey! Es handelt sich um ein traditionelles Gericht der Askil. Eine wahre Delikatesse. Naja, die Schimmelsuppe war immerhin besser als ein Warzeneintopf. Es ist auch nicht so einfach, eine gute Schimmelsuppe zu machen. Das Rezept ist ein uraltes Geheimnis. Nur die allerbesten Köche können sie richtig zubereiten. Aber du kennst das Rezept. In den Grundzügen schon, aber so gut auch wieder nicht. Sie ist mir noch nie gelungen. Und jetzt will mir Luko die Haut umkrempeln. Oje, oje. Kannst du mir das Rezept verraten? Kannst du mir das Rezept verraten? Niemals! Es ist geheim! Ach bitte. Ach bitte. Nein, es ist altes Askil-Wissen. Ich würde mich und meine ganze Familie entehren. Na und? Du bist doch ohnehin schon verstoßen. Ein Aussätziger. Für immer auf der Flucht. Die Antwort ist nein! Na gut. Wenn du es mir nicht sagst, verrate ich dein Versteck. Wenn du es mir nicht sagst, verrate ich dein Versteck? Das wirst du nicht tun. Ach ja, und warum nicht? Du bist ein argloser Mensch und kein verräterischer Aski. Ja, du bist ein Held. Helden tun so etwas nicht. Clowns schon. Hallo, Luko. Das schockt mich gar nicht. Du blaffst nur. Ich weiß, wo der Koch ist. Ich weiß, wo der Koch ist. Dräng dich nicht an. Das beeindruckt mich überhaupt nicht. Lass es bitte einfach bleiben, okay? Hier oben bei... Oh ja, jetzt wird's gemein. Hier oben in der Waffenkammer. Okay, du hast hier gewonnen. Ich verrate dir ja das Rezept. Du sei bitte endlich leise. Jetzt bin ich aber gespannt. Also, du brauchst etwas aus der Luft, etwas aus der Erde, etwas aus dem Wasser und etwas von dir selbst. Was? Na hör doch zu! Etwas aus der Luft, aus der Erde, aus dem Wasser und etwas von dir selbst. Moment mal, das ist doch kein Rezept. Das ist bestenfalls ein Merkspruch, um sich drei von den vier Elementen zu merken. Ja, weiß ich auch nicht. Und jetzt lass mich in Frieden. Okay. Luft, Wasser, Erde und bis selbst. Später. Bitte bleib mir vom Leib und vergiss nicht, du hast mich nie gesehen. Okay? Okay, was haben wir denn? Wir haben etwas aus der Luft. Ha! Na toll, wenn das denn zählt als etwas aus der Luft. Na gut. Ich traue mich gar nicht, die Tür aufzumachen. Wahrscheinlich steht gleich einer von den Askil da draußen, weil wir uns so laut bemerkbar gemacht haben. Wir erfahren es in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und bis dahin. Gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.